den Namen Jennifer Rostock hört, denkt an eine, als allererstes, klar, Solokünstlerin, die halt so heißt, ist aber falsch. Weil Jennifer Rostock ist in eurem Fall ein Bandname. Was ist denn die Story zu eurem Namen? Erzählt mal. Das ist eigentlich mal schwierig zu erklären und eigentlich, glaube, wir wissen selber nicht mehr so genau, wie das zustande kam. Also jemand hat uns kennengelernt und dachte, er wäre in Rostock und hat uns dann Jennifer Rostock genannt. Das ist irgendwie so der Teil, ungefähr, ich glaube, damals am Anfang. Der Kern der Geschichte, ja. Ja. Also sagen wir, der Mensch, der war geografisch nicht ganz so fit. Nee, nicht so und ganz. Daher ist das dann so entstanden. Euch gibt es jetzt seit, korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle, seit 3 Jahren? Ja, ist richtig. Okay, richtig. Ja. Und vor 2 Jahren aber erst kam, soweit ich weiß, der große Durchbruch beim Bundesvision Song Contest. Den nennt man nicht so gern Durchbruch, oder? Das war so der erste Startschuss, kann man vielleicht sagen. Ja, so. Der Pau-Pau Startschuss. Genau, das war Anfang 2008, genau, also vor 2 Jahren. Was kam seitdem alles danach? 2 Alben, oder? 2 Alben und viel Tour, wir haben sehr da sehr viel durch die Lande getourt und ja. Wart viel unterwegs? Ja. Okay, sollte jemand das erste Mal von Jennifer Rostock jetzt hören in diesem Moment, dann Schande über ihn, aber wie würdet ihr demjenigen erklären, was ihr macht? Also euer Musikstil geht so in welche Richtung? Ja, ist schwierig, also wir erklären das selber immer nicht so gerne und lesen immer die wirrsten Sachen, was wir dann so machen. Mhm. Aber im Prinzip ist es halt eine Mischung aus auch ja, den Leuten, die in der Band sind. Das ist halt auch irgendwie Pop, es ist Rock, es ist auch ein bisschen Elektro dabei, auch ein bisschen punkig. Und in den verschiedenen Songs kommt dann immer mal das eine oder andere mehr durch. Okay. Eure neue Single heißt Irgendwo anders. Worum geht es in dem Song, um uns schon mal ein bisschen Lust drauf zu machen? Ist eine Ballade und es geht eigentlich um, ja, was wahrscheinlich die meisten von uns kennen, dass man sich mit jemandem, ja, dem man sehr nahe steht, doch emotional irgendwie auseinanderlebt und sei es jetzt eine Beziehung oder eine Freundschaft oder ein Familienmitglied und ja, sehr ein trauriger Song. Okay, dann halt schon mal eure Taschentücher bereit, weil wir hören nämlich gleich rein in Irgendwo anders und den neuen Song von Jennifer Rostock. Also bleibt bei uns. Sich ein.